Ja, dann herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch im Alpenparlament. Mein Name ist Thomas Eckert. Unser Thema heute ist ein politisches Dokument höchster Ordnung und höchster Brisanz. Das gibt schon seit Jahrzehnten und merkwürdigerweise weiß kein Mensch davon oder fast kein Mensch davon, obwohl sich 27 Kommissionen in der EU damit befassen. Und das hat schon 5000 Seiten, das Dokument, und es betrifft nichts weniger als unsere Grundlage der Ernährung. Und der Experte für unser Thema heute ist der Dr. Gottfried Lange vom World Institute of Natural Health Science. Habe ich das richtig gesagt? Ja, sehr gut gesagt. Vielleicht übersetzen <laughs> wir es nochmal kurz, dass es klar ist. Das heißt im Prinzip Weltinstitut für natürliche Gesundheitswissenschaften. Das habe ich zusammen mit einigen Wissenschaftlern gegründet, 2005 in Los Angeles, als internationale Aktivität, um dem, was wir Ihnen, um das, was wir Ihnen noch genau erklären werden, ähm, Einhalt zu gebieten. Das Dokument, um das heute geht, hat auch einen Namen, klingt sehr feierlich: Codex Alimentarius. Und äh, Sie sind Arzt, Herr so Dr. Lange. Ja. Ja. Und Sie sind spezialisiert auf Ernährung, molekulare Ernährung. Ja. Und haben sich auch mit anderen Themen befasst. Sie sind Experte, was den Codex Alimentarius angeht. Und halten auch viele Vorträge im In-, in und Ausland. Ja. Damit wir die Sache richtig einordnen können, könnten Sie uns vielleicht in aller gebotenen Knappheit einen Überblick geben über die geschichtliche Entwicklung dieses Codex, den es schon seit Jahrzehnten gibt. Ja, vielleicht sollte ich erst mal ganz kurz nochmal definieren, was ist es, um, um, um klarzumachen, womit wir uns hier eigentlich beschäftigen. Ich darf ich mal, darf ich einfach mal fragen für mich zur Orientierung Wer von Ihnen hat den Begriff wir haben hier natürlich ein, ein, eine erlesene Zuhörerschaft wer von Ihnen hat den Begriff von Codex Alimentaris schon mal gehört? Ah ja, danke schön, hervorragend, doch die Mehrheit. Es ist immer wichtig zu wissen, wo man da ansetzt. Es gibt, um das mal ganz grundsätzlich zu sagen, es gibt zwei verschiedene Denkweisen auf diesem eigentlich sehr schönen Planeten. Es gibt die einen, die gerne anderen helfen, die gerne für Gesundheit sorgen wollen, dass es den Menschen gut geht. Und dann gibt es andere, eine andere Gruppierung, die das nicht wollen die nur so lange verdienen, wie Menschen krank sind, die nur so lange Geld verdienen können, wie es überhaupt, wie überhaupt Krankheit existiert. Und die auch künstlich durch die Unterdrückung von vorhandener, richtig und stichfester wissenschaftlicher Information, die diese wissenschaftliche Information um das Geschäft aufrechterhalten zu können. Und das ist im Wesentlichen die internationale Chemie- und Pharmaindustrie. Und auf dem Boden dieser Denkweise wächst das, was Codex Alimentarius heißt. Ganz kurz mal, weil man sich das als mehr positiv denkender Mensch, der Menschen gerne helfen möchte, der möchte gerne, dass Menschen gesund sind, dass wir eine vernünftige Landwirtschaft haben und so weiter, sich immer nicht vorstellen kann. Ein führender Anlageberater für Pharmaaktien an der New Yorker Wall Street hat mal in einem Interview gesagt mit einer Bekannten Wochenzeitschrift an der Wall Street. Fortune Magazine heißt sie, das heißt so viel wie, wie Glückszeitschrift oder Glücksritterzeitschrift. Der hat übersetzt gesagt: Unterm Strich verlieren wir alle, wenn sich Therapien durchsetzen, die Krankheiten beseitigen. Das habe ich jetzt deswegen gesagt, damit klar ist, es gibt wirklich solche Leute, die nicht wollen, dass wir gesund sind und nicht wollen, dass wir in Ruhe gesund sind so leben können, wie es eigentlich gut ist. Und äh, nun ist leider in, der, in den letzten Jahrzehnten der Nutzen von guter Ernährung, der Nutzen von sinnvollen natürlichen Vitaminpräparaten usw. So schon zu bekannt geworden. Es ist schon zu bekannt geworden, dass die Krankheit, an der jeder zweite stirbt heutzutage in unserer zivilisierten Welt, nämlich Herz-Kreislauf-Krankheiten, jeder zweite, in Deutschland sind es fast 500.000 Menschen jedes Jahr mit dem langen Leidensweg davor, dass man das nicht nur heilen, sondern auch verhindern kann durch genügend hohe Dosierungen an natürlichen, nicht patentierbaren Nährstoffen. Da aber Herz-Kreislaufkrankheiten das größte Geschäft ist für die Chemie- und Pharmaindustrie, sind sie in ihrer Existenz bedroht. Sie wissen also, wenn Sie zulassen, dass diese Gesundheitsinformationen, die Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter, in den nächsten Generationen fast unbekannt sein lassen würde. Dass wenn Sie diese Informationen nicht systematisch unterdrücken, dann existieren Sie eines nicht so fernen Tages nicht mehr, die gesamte Pharmaindustrie mit ihren irrsinnigen Umsätzen und Gewinnen. Und aus diesem Grunde hat man von Seiten der Chemie- und Pharmaindustrie etwas ins Leben gerufen, was Codex Alimentarius heißt. Das klingt ja so zunächst ganz vernünftig. Codex Alimentarius, nichts Weltbewegendes, Ernährungsregelwerk. Unter der Schirmherrschaft der Weltgesundheitsorganisation, unter der Schirmherrschaft auch noch der äh, Nahrungsmittel- und Ackerbauorganisation, das ist FAO, FAO, Food and Agriculture Organization, die macht das mit der Weltgesundheitsorganisation zusammen. Läuft also im Hintergrund. Ein, die Entwicklung eines Regelwerkes, das dafür sorgen will, dass all die Standards, die uns nicht gefallen, dass diese Standards alle durchgesetzt werden, dass wir also äh, keine gentechnisch freien Nahrungsmittel haben, dass die Gesundheitsinformation nicht mehr verbreitet werden darf, darüber, dass man mit bestimmten Nahrungsmitteln, mit bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln Krankheiten vorbeugen oder heilen kann. Dass man all diese Sachen nur noch über Pharmapräparate sagen kann. Und daran wird im Hintergrund, wie Herr Eckert schon sagte, mit einer undurchsichtigen Zahl von 27 Komitees gearbeitet, die sich jedes Jahr einmal treffen. Da gibt es ein Komitee in Bezug auf äh, Vitamine und Mineralstoffpräparate. Es gibt ein Komitee in Bezug auf die Etikettierung von Nahrungsmitteln. Was darf man auf Etiketten schreiben? Oder was soll nicht auf die Etiketten? Nämlich, dass Nahrungsmittel gentechnisch verändert sind. Das soll überhaupt nicht mehr auf die Etiketten. Dass Sie also jetzt hier in der Schweiz oder in Deutschland oder in Österreich nicht mehr unterscheiden können, ist es gentechnisch verändert, was drin oder nicht. Und daran wird gearbeitet, international von verschiedenen Gremien. Und diese Regeln werden schließlich, wenn sie dann endgültig verabschiedet sind, für alle Mitglieder der Welthandelsorganisation, unter anderem auch Deutschland und die Schweiz, bindend sein. Zum Verbraucherschutz selbstverständlich, das haben die sich ganz oben auf die Fahne geschrieben. Verbraucherschutz, wir wollen euch nur schützen dafür, dass ihr zu viele Vitamine und Mineralstoffe nehmt. Wir wollen, wir sorgen für eure Gesundheit, aber wenn man sich die Sache genau anguckt, ist das reine Fassade. Dahinter werden nur die Geschäftsinteressen der Chemie- und Pharmaindustrie ausschließlich verfolgt. Herr ja, Dr. lange darf ich haben Sie ja, ja. Wenn da jetzt so viele Gremien international beteiligt sind, die World Health Organization, die World Trade Organization, wir haben ja auch in der EU ein Gremium, das besteht aus den 45 führenden Industriechefs, die die EU, die Parlamentarier eigentlich dann berät und beeinflusst dann kann man eigentlich nicht mehr von einem regional begrenzten Dokument sprechen. Es ist kein regional begrenztes Dokument. Und das Ganze hat sich so entwickelt, dass die Demokratien, die einzelnen Nationen auf diese Entwicklung gar keinen Einfluss mehr haben. So selbst, verselbstständigt hat sich das. Und man hat ja dann auch noch zusätzlich, und das muss man unbedingt dazu sagen, 1995 die, Weltges äh, die, die Welthandelsorganisation gegründet. Und wenn man da Mitglied ist, hat man unterschrieben, auch die Schweiz, auch Deutschland, auch Österreich, wenn man da Mitglied ist, haben unterschrieben, dass man diese Richtlinien schließlich bindend bei sich einführen wird. Und will das eine Nation nicht, zahlt sie hohe Geldstrafen. Das kann sich keine Nation leisten. In, in der Höhe von Hunderten von Millionen Schweizer Franken zum Beispiel. Das, das zu dem Thema. Das erinnert mich so ein bisschen an die Mafia- und Schutzgeldzahlungen. Ne? Solange man drin ist, geht es einem gut. Es ist. Ich denke, das ist eine sehr gute Anmerkung, Herr Eckert. Es ist gar, gar kein Unterschied vorhanden. Es ist nichts anderes. Es ist eine internationale Mafia. Und wenn man sich sieht, welche, welche Stiftungen auch dahinter stecken, hinter dieser Entwicklung, ja, nicht nur solche großen Chemiekonzerne.